Jetzt bin ich schon beim neunten Film zum Thema Einführung in die Finanzbuchhaltung. Das ist gleichzeitig der dritte Film oder das dritte Unterthema zum Thema rechtliche Grundlagen der Finanzbuchhaltung oder auch Achtung, Paragraphen genannt. Also, die dritte Frage ist, wann beginnt überhaupt die Buchführungspflicht? Also, wir wissen jetzt, wer buchführungspflichtig ist. Wir kennen die Kriterien aus dem siebten Film und aus dem achten Film kennen wir die Grundlagen ordnungsgemäßer Buchführung, zumindest was die Finanzbuchhalter anbetrifft. Ja, jetzt ist die Frage, wann beginnt sie und wann endet sie? Ja, da ist nichts einfacher als das. Man schlägt auf den Paragraphen 141 Abgabenordnung und liest es einfach. Ja, mehr als vorlesen kann ich jetzt auch nicht. Also die Verpflichtung nach Absatz 1 ist vom Beginn des Wirtschaftsjahres an zu erfüllen, dass auf die Bekanntgabe der Mitteilung folgt, durch die die Finanzbehörde auf den Beginn dieser Verpflichtung hingewiesen hat. Die Verpflichtung endet mit dem Ablauf des Wirtschaftsjahres, das auf das Wirtschaftsjahr folgt, indem die Finanzbehörde feststellt, dass die Voraussetzungen nach Absatz 1 nicht mehr vorliegen. So, da steht eigentlich alles drin. Ich denke mal, das hat man alles verstanden. Das heißt nichts anderes. Gehe ich noch mal ein bisschen hoch. Hier, Paragraph 141 Absatz 1. Das sind diese Kriterien. Die kennen wir schon aus Film 7. Und wenn eins dieser Kriterien erfüllt ist und das Finanzamt das feststellt, bekommt ihr einen Brief. Und jetzt im Moment ist es Ende August und angenommen, euer Wirtschaftsjahr endet am 31. Dezember, dann müsstet ihr ab Januar Bücher nach den Grundlagen der ordnungsgemäßen Buchführung, was in der Regel doppelte Buchführung heißt, führen. Und wenn das Finanzamt feststellt, dass diese Kriterien alle nicht mehr erfüllt sind, dann bekommt ihr wieder einen Brief und dann müsst ihr noch bis zum Ende des Wirtschaftsjahres Bücher führen und dann nicht mehr. Ja. Und schon ist der Film zu Ende. So schnell kann es manchmal gehen.